Und nach rechts mit Tschechien. Gleich anfangen? Ja, gleich mit. Warte. Und wie weit müssen Sie heute noch? Oh, geht. Eiger müssen. Zwischen Hannover und Lissabon. Hm, ja. Ich muss mich daran gewöhnen, dass du hier so Gelände fahren kannst mit dem Auto. Mal was sagt der Kopf. Juhu! Na gut, bei uns auf der Teststrecke ist das natürlich alles schwieriger. Also das ist ja alles so. So, ganz normal hochfahren. Haben Sie ja gelernt. Mal auf der Schräge mal anhalten, ne? Genau, genau. Einfach runter vom Gas, brauchen Sie gar nicht anfangen. So, kurz einbremsen. Bremse los. Die Funktionsweise ist gleich, egal ob das jetzt mit Terra-Style-Tech-Paket ist oder dieses Grobe-Style-Paket. Ne? Ja, das sind, die Funktion ist dann gleich. Wenn nicht, wenn Sie hier nicht gekriegt haben, kommen Sie doch hier rüber. Probieren wir dann mal. Ich habe ihn schon, aber. Welche Farbe? Schwarz. Mit Chrom-Paket. Ja. Das ist dann meistens so. Das so, auf die beiden Fahrspuren, genau. Ist ein bisschen leichter dann. Und stopp. Im Uhrzeigersinn drin? Genau. Warten wir, bis er ganz nach oben geht. Gott sei Dank die Luft hier auch noch nachbestellt. Und, So, erster Gang. Nach hinten ziehen. Nach hinten? Anders als beim BMW. Ich sehe es aber oben nicht. Warten Sie mal, durchgestrichen. Jetzt. Jetzt. Okay, da fahren wir langsam. Vielleicht ohne Gas? Noch ein bisschen müssen Sie gehen. Ja, und wenn Sie merken, der Wagen kippt, ganz kurz an. Abbremsen. Ich sage es beim ersten Mal, sage ich es, wo er kippt. Ruhig weiter. Immer noch weiter. Ja, noch ein Stück. Und bremsen. Genau. So, den nächsten machen wir selber. Wow, meine Schulter. Wie was? Wie eine Bohle, wie eine Holzbohle, die umfällt. Du bist ja gleich am Sonntag. Was ist eine Holzbohle? Umfällt so ein Klatsch. Okay, jetzt wieder im Uhrzeigersinn. Ja, immer wenn Sie von einer Höhe zur anderen machen, dann können Sie immer im Uhrzeigersinn machen. Okay, zweiter Gang. Nach vorn drücken. Ein Diplomat kann das aber nicht. Nee, der fällt auseinander. Muss Bonnie ihm seinen Tour erklären. Was macht er? Ich hätte Hemmung normalerweise hochzufahren. Das ist aber gar kein Problem. Nie wieder Treppensteige, ey! Oh, mal gut, dass wir noch keine Currywurst haben, ey. Ja, hier sehen wir gerade, wie er da hochfährt. Mal ganz kurz anhalten. Ja, da sieht man jetzt aber, wie doch die Steigung da hochgeht. Ja. Das war's mit den Steinchen, ne? Mit den Steigen, genau. Ja. Jetzt bremst du auch kurz ein. Wir sind auch noch nicht so weit gekommen. Und? Schade, Bonnie, hätte es noch gut können. Und? Das ist genial. Machen Sie das, wenn Sie zum Beispiel im Harz fahren, dann wäre ich runter. Als Motorbremse. Stehen Sie auch nicht dauernd auf der Bremse, ne? Schalten automatisch. Kann man über die Tektonik auch machen. Aber der hat so eine große Bremse, wenn Sie jetzt hier das Torfhaus runterfahren. Das ist gar kein Problem. Also der hat ja größere Bremsscheiben, das heißt, der Wärmeaustausch ist viel besser gegeben, weil die große Fläche viel mehr gekühlt wird.
den du da schon zwei jetzt. Ja. Vermehren sich schon? Ja. Schon Junge, hat schon Junges gekriegt. Ein Polo? Du musst mit 100 durchfallen, das ist illegal. Ich habe gerade eine schiefe Perspektive. Die Seite ist ja noch schrecklicher hier, da hängt man richtig im Boot. Ja, da ist richtig drin. Du wolltest da hin. Bonnie guckt das auch Zuschauer. Wir haben schon ihre Kumpels geholt. Bremse und Bremse los. Ich werde immer mehr je Scheiß. Der Parcours ist aber noch nicht lange, ne? Doch. Seitdem es den Tourer gibt. Ja? Das sind nur zwei. Sven! Doch schon 10 Jahre. Oh. Halten die Kamera nicht mehr. Ich wollte eigentlich die Vögel fotografieren, aber die sind mir vom Bild gehüpft. Die Vögel nicht? Du! Irgendwas war auf einmal anders. Doch. Die Vögel sind auf einmal weggegangen. Ja, und lenken trotzdem noch sehr lang. Ja, aber. Von normalen Lenkung war der Finger schon ab. Den ersten hast du vertrieben. Ich hol noch ein paar andere. Leute, heute ist für Showtag hier. Denken Sie auch, guck mal. Jetzt eine Abkürzung nehmen können, Bonnie. Wieso hat man hier keinen Auspuff? Oh, sind ja 30 cm höher. Ja, jetzt 24 cm. Ja, 24, wenn die ganz oben sind. Aber er hat auch kurze Überhänge. Bloß. Ja. Die Federung auch immer nur am Stand verstellen oder auch während der Fahrt? Was denn? Kann man auch während der Fahrt machen, ja. Nur wenn sie jetzt auf extra Level gehen, auf 30 cm Höhe, ja. Das hält er nur bis ungefähr 20 km/h. Ja, dann geht er wieder runter. Ja, sobald sie schneller als 20 km/h ungefähr sind, geht er automatisch wieder runter in 24. Okay. Warum heißt das extra Level? Also, ja, das ist eben nur für Sachen, wo ich bloß ganz langsam drüber fahre. Morgens bei YouTube, oder? Heute Abend ist man bei Facebook. Und ganz normal. Nicht im ersten? Nö, brauchen wir nicht. Achso, Peanuts. Achte auf den rechten Pfosten da. Ganz kleine Stück noch. Und jetzt. Schön auf der Bremse bleiben. Oh. Da liegt bestimmt an der Federung der Brücke. Das, da ist dann so ein Hebel an, wenn die Touris kommen, ne? Ist sie wieder hochgeknallt? Nee, die geht ganz lang. Oh, bestimmt dann ja. Oder mein Vater. Oh, ich noch mal durchfahren. Ja, hier, Schlafwagenabteil, ne? Hier, das Ding hier. Oder da kannst du bei einschlafen, wenn du mehr so eine Strecke hast. Ja, solche Sachen mit dem anderen Auto, wo jetzt auch gesagt, nee, da fahr ich, nee, da fahr ich nicht durch. Mit meinem fahr ich da nicht durch. Vielleicht noch mit einem Golf Plus, aber. Auch nicht, das ist kein Unterschied. Ja? Das ist kein Unterschied. Ich dachte jetzt, weil der ein bisschen höher liegt. Nee, der liegt nicht höher. Der ist etwas höher gebaut von der Kosterie. Aber nicht viel höher. So, da müssen wir einen schönen Tiguan nehmen. So, dann wollen wir mal. Auf den zweiten. Ja, und hier noch 5 Meter mal runter vom Gas. Noch ein Stück und runter vom Gas. Ja, hält er so. Cool. So, Lenkrad gerade halten und dann 1800 Umdrehungen. Ganz locker. Geiler Himmel. Bin ich auch. Der Ackert aber ganz schön hier. Ach, um Gottes Willen.
aus. Und dann blinkt er auf. Also ja, dann blinkt er, genau, wenn er arbeitet. Ja, wenn er arbeitet, blinkt er. Hoppala. Ja, ihr merkt, er rutscht ein bisschen, ja, greift aber sofort ein. Er lässt dann auch in dem Augenblick ein bisschen die Bremse frei. Greift aber dann sofort wieder ein. Den Winkel kann ich so nicht sehen hier. Nee, nee. Den kann man nicht sehen. Ist ja kein reiner Offroader. Boah, schon beachtlich, wenn man fahren kann. Ja, was man mitfahren kann, ist schon ganz gut. Ganz gut, dass man einmal was gesehen hat. Mhm. Aber dann denken, Harz, Oberharz ist fast alles Naturschutzgebiet. Kann man nicht aufrufen. Ja, also. Maximale Offroad, wenn Dänemark am Strand sah, nehme ich mal an. Die Düne hoch und Düne runter, aber das war's dann schon. Ruhig noch gerade. Und jetzt erst. Ah, der hat einen wunderbaren Lenkeinschlag. Den darf man nicht vergessen. Ja. Was haben Sie vorher für ein Auto? Renault Laguna mit Hinterradlenkung. Mhm. Haben Sie aber ein ganz anderes Auto jetzt gekauft. Ja, ich brauche ein Zugfahrzeug im Boden. Achso. Das ist genau richtig. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Die Enten verziehen sich schon hier. Ja, besser ist, Bonnie kommt. Ach, die kennen das. Ja, sind doch nur zwei da. Fährt gerade durchs Wasser. Ja, ungefähr. Ja, freut sich aber auch, ne? Lachen drin sein. Ja, muss auch. So, jetzt brauchen wir den ersten Gang. Also hinten ziehen. Und wir haben es jetzt zweimal vorgemacht. Müsste ja jetzt wunderbar klappen. Ja, jetzt müsste er ja einfach auch so vorbeikommen. Immer diagonal zum Hindernis. Wir müssen noch nach links. Ja, rechts ist ein größer. Nee, ruhig noch weiter. Nutze die ganze Fläche aus. So, ruhig noch weiter. So, jetzt voll einlenken, voll nach rechts. Ja, wir können ja auch da hinten rausfahren, ist ja egal. Aua! Das Spiel muss man erst hier. Ja, immer dran denken, immer diagonal zum Hindernis. Bonnie, du kannst auch rechts vom Baum fahren. Okay, zweiter Gang, also vorn drücken. Ja, die sind sauglatt.